In meiner Serie zur Funktionsweise des Funkenerodierens werfe ich in diesem Video einen ersten Blick darauf, was ein Spülen mit einem Kühlmedium bewirkt. Dass die durch Funken herausgerissenen Partikel abtransportiert werden sollten, haben wir beim Bohren eines 0,5 mm tiefen Loches im vorangegangenen Video gesehen. Meinem experimentellen Aufbau habe ich daher als erstes eine Luftkühlung verpasst. Die verwendete Pumpe ist für den Einsatz beim Laserschneiden konzipiert und mit einer elektrischen Eingangsleistung von 24 Watt nicht übermäßig leistungsstark. Der Luftdurchsatz ist jedoch ausreichend, um eine M3er Mutter mühelos wegzupusten. Ich starte den Bohrvorgang mit ausgeschalteter Pumpe. Beim Überspringen eines kräftigen Funkens halte ich das Video an. Ausgehend von der Bohrerspitze spritzt das herausgerissene Material nach allen Seiten weg. Dabei ist in dem Video nur ein einzelnes Bild, das das Wegspritzen zeigt. Sowohl auf dem Standbild davor, als auch dahinter ist kein einziger Funke mehr zu erkennen. Wir wollen das Funkenerodieren ja wissenschaftlich betrachten, machen wir also mal eine ganz grobe Abschätzung, wie schnell die Metallpartikel durch die Luft sausen. Aufgenommen wird mit 25 Bildern pro Sekunde, wir betrachten also eine Flugzeit von 40 Millisekunden. Die Rasierklinge ist etwa 50 mm lang. Die nach links und rechts wegfliegenden Partikel legen mit diesem Maßstab eine Strecke von etwa 40 mm zurück, bevor diese aus dem Bild fliegen. Die Rechnung ist simpel und wir erhalten eine Geschwindigkeit von mehr als einem Meter pro Sekunde. Auffällig ist auch, dass sich viele Strahlen nach einer gewissen Flugstrecke aufteilen, die Metallpartikel zerstäuben in der Luft. Über dieses Standbild könnte man noch lange reden halten, ich lasse es aber damit mal gut sein und schalte jetzt die Luftpumpe ein. Erneut halte ich das Video an. Zu sehen ist in diesem Standbild, dass die Funken überwiegend nach links wegfliegen, nach rechts sind so gut wie keine Partikelstrahlen zu erkennen. Die herausgerissenen Partikel werden von dem Luftstrom mitgerissen. Ein zweites Standfoto zeigt allerdings, dass diese Luftkühlung nicht perfekt funktioniert. Bei einem besonders starken Funken knicken viele Strahlen erst nach einer deutlich sichtbaren Flugstrecke entgegen dem Luftstrom ab. Die Geschwindigkeit der Partikel ist anfangs offensichtlich deutlich höher als die des Luftstrahles. Werfen wir einen Blick durchs Mikroskop, um zu sehen, wie sich diese Luftkühlung auf den Bohrvorgang auswirkt. Der erste Schuss erzeugt einen Krater, der mit ca. 0,6 mm etwas kleiner ist als beim Versuch ohne Luftstrom. Das liegt aber durchaus im Bereich der Streuung, denn wie im vorangegangenen Video bereits bemerkt, bei der Funkenbildung spielt der Zufall eine nicht unbedeutende Rolle. Der Luftstrom bläst von links nach rechts im Bild, was man an der Verteilung der schwarzen Ablagerungen durchaus sehen kann. Beim dritten Schuss wird das noch deutlicher. Der Bereich rund um den Krater, in dem sich der Stahl aufgrund der Hitzeeinwirkung bläulich verfärbt, ist deutlich in Richtung der windabgewandten Seite verschoben. Erst beim 22. Schuss erscheint ein Loch in der Rasierklinge. Diese Öffnung wird mit den direkt folgenden Schüssen weiter vergrößert. Am Rand der Öffnung sind nur wenige Ablagerungen zu sehen. Durch das Einblasen von Luft wird dem Prozess mehr Sauerstoff zugeführt, was dazu führt, dass der blanke, flüssige Stahl zum Teil regelrecht verbrennt. Die Bohrung ist daher bereits nach nur 58 Schüssen abgeschlossen, ohne den Luftstrom wurden 99 Schüsse benötigt. Das entstandene Loch ist nach wie vor nicht perfekt, aber etwas runder als beim Versuch ohne Luftstrom. Der Durchmesser liegt ebenfalls bei etwa 1,4 mm.
Für die in den folgenden Versuchen zum Einsatz kommende Wasserkühlung habe ich aus Kunststoffplatten eine Wanne zusammengeklebt. Gefüllt wird diese mit deionisiertem Wasser, das eine wesentlich geringere elektrische Leitfähigkeit besitzt als Leitungswasser. Warum das Kühlmittel elektrischen Strom möglichst nicht leiten sollte und welche Mittelchen in Frage kommen, dazu werde ich in späteren Kapiteln mehr erzählen. In die Wanne passen etwa 2 Liter Flüssigkeit. Dass eine gewisse Restleitfähigkeit in dem deionisierten Wasser vorhanden ist, kann man an der Blasenbildung am Bohrer erkennen, an dem die 30 Volt Gleichspannung anliegen. Die Gasblasen sind Folge elektrolytischer Zersetzung des Wassers. Starten wir den Bohrvorgang, so ist ein deutliches Klacken zu hören, wenn ein Funke überspringt. Vermehrt ist ein doppeltes oder dreifaches Klacken zu hören. Halten wir das Video beim Überspringen eines Funkens erneut an. Auffällig ist, dass die Funken in dem Wasser eine wesentlich kleinere Flugstrecke zurücklegen als in Luft. Die Dichte von Wasser ist etwa 800 mal höher als die von Luft, entsprechend werden die herausgerissenen Metallpartikel deutlich stärker abgebremst. Ferner ist die spezifische Wärmekapazität von Wasser um den Faktor 4 höher, was dazu führt, dass die umherfliegenden Partikel schneller abgekühlt werden und somit früher aufhören zu leuchten. Verursacht durch das Wasser laufen weitere chemische und physikalische Prozesse beim Funkenerodieren ab. Neben Elektrolysevorgängen ist zu beachten, dass in Wasser weniger Sauerstoff gelöst ist, was die Oxidation der Metallpartikel beeinflusst. Dann wird Wasser durch die Hitze des Plasmas verdampft, wozu ein Teil der ansonsten auf das Werkstück übertragenen Energie benötigt wird. Der Wasserdampf kondensiert aber beim Zusammenbrechen des Plasmas ebenso schlagartig wieder, was die somit nur zwischengespeicherte Energie zumindest teilweise auf das Metall überträgt und somit zur Erosion beiträgt. Tauchen wir in diesem Video nicht weiter in die Chemie und Physik ein, sondern betrachten nur, was sich im Ergebnis des Lochbohrens ändert. Für Unterwassermikroskopie musste ich die Wanne ein wenig erweitern und an dem Objektiv eine Röhre mit Glasboden anbringen. Wie beim Kühlen per Luftstrom besitzt auch der erste, unter Wasser geformte Krater einen Durchmesser von etwa 0,6 mm. Zu sehen ist, dass Gasblasen an der Oberfläche haften. Der Durchbruch erfolgt bei Schuss Nummer 7 und dieser wird sehr schnell erweitert. Wegen der Gasblasen ist das Medium, in diesem Fall das entionisierte Wasser, nicht homogen, was einen Einfluss auf die Funkenbildung hat. Die Entstehung der Gasblasen kann nicht verhindert werden, es sollte jedoch dafür gesorgt werden, dass sowohl diese wie auch die aus der Rasierklinge herausgerissenen Partikel von der Bohrung wegtransportiert werden. Was noch fehlt, ist daher eine Pumpe, welche einen Flüssigkeitsstrahl auf den Bohrer richtet. Nach 69 Schüssen ist die Bohrung unter Wasser abgeschlossen, dieser Wert liegt zwar über dem der Luftkühlung, aber ebenfalls deutlich unter dem Wert ohne jegliche Kühlung. Nach dem Abwischen der Luftblasen zeigt sich, dass nur ein kleiner Bereich rund um den Rand des Lochs verfärbt ist. Der Durchmesser ist etwas größer als bei den vorangegangenen Versuchen in Luft. Für den nächsten Versuch habe ich die Pumpe der Scheibenwaschanlage aus einem PKW montiert, um die Bohrstelle mit Wasser zu spülen. Wie zu sehen, werden durch den Flüssigkeitsstrom die Gasbläschen weggespült. Der erste Krater ist vergleichbar mit allen vorherigen Versuchen. Schuss Nummer 11 schafft den Durchbruch. Schuss für Schuss wird die Öffnung vergrößert und dabei wird wie gewohnt mal mehr, mal weniger Material abgetragen.
Nach 122 Schüssen ist die Bohrung schließlich vollendet, der höchste Wert der Versuchsreihe. Der Durchmesser ist mit dem Versuch ohne Pumpe vergleichbar, der Rand sieht aber etwas runder und sauberer aus. Offensichtlich wird mit dem Flüssigkeitsstrom auch eine gute Portion der Funkenenergie, die bei den vorangegangenen Versuchen zur Erosion beigetragen hat, weggespült. Dass ein geringerer Energieübertrag pro Funke zu besseren Ergebnissen führt, dazu wird's in den Kapiteln zur Elektronik mehr zu erzählen geben. Kommen wir damit zum Bohren durch eine 0,5mm Klinge, die fünfmal dicker ist als die bislang durchbohrte Rasierklinge. Diese Tiefenbohrung wird durch die Flüssigkeitsspülung extrem beschleunigt. Während der größte Teil des aufgeschmolzenen Metalls ohne Spülung immer wieder erneut in dem Bohrloch erstarrt ist, wird dieses durch den Flüssigkeitsstrom nun effektiv abtransportiert. Auch die Rissbildung aufgrund dieses ständigen Aufschmelzens und Wiedererstarrens ist nicht mehr zu beobachten. Neben dem Abtransportieren des erodierten Metalls führt auch die kühlende Wirkung des Wassers zu einem besseren Ergebnis. Anstelle der ursprünglich 7617 Schüsse ist die Bohrung nun nach lediglich 530 Schüssen beendet. Nun geht die Rechnung auf, dass für eine fünfmal tiefere Bohrung auch nur die fünffache Zeit benötigt wird. Soweit mein erstes Kapitel zur Flüssigkeitskühlung. Weitere Infos gibt's wie immer auf den Seiten von Homo Faciens. Klickt mal rein! Und wer findet, dass meine Serie zum Funkenerodieren weitere Kapitel verdient, kann gerne die Spendenschaltfläche anklicken. Vielen Dank an all die großartigen Menschen, die mich und meine Projekte bereits unterstützt haben. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!